Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und gestern haben wir euch mit einer Anleitung gezeigt, wie ihr das aktuelle Redstone-Update bzw. die Insider-Builds aus dem FastString auf euer älteres Lumia-Smartphone installieren könnt. Und wir haben das auf einem Lumia 520 schon geschafft, auch auf einem Lumia 830, das jetzt bald offiziell unterstützt werden müsste. Und diesmal zeige ich es vor auf einem Lumia 1320, das ja auch nicht mit den aktuellen Windows 10 Mobile-Builds unterstützt wird. Und hier haben wir eine aktuelle Insider-Preview, beziehungsweise keine aktuelle Insider-Preview installiert. Irgendeine ältere wird schon drauf sein, das können wir gleich nachschauen. So. Wir haben hier die Build 10.586.107. Und zwar ist das nicht das offizielle Windows 10 Mobile Update, falls es irgendwer glaubt. Nein, das ist tatsächlich die damalige Insider-Build und ich habe es seitdem einfach nicht aktualisiert. Und auf jeden Fall werde ich auf dem Gerät jetzt die Redstone-Builds installieren und euch zeigen, wie das funktioniert. Wir haben hier eine ziemlich tolle Einleitung. Ihr ladet euch hier die Dateien als erstes herunter. Das habe ich auch schon gemacht. Dann legt ihr sie am Desktop ab. Und was ihr dann machen müsst, ihr installiert hier aus dieser Datei das Windows Phone 8 SDK. Das habe ich auch schon gemacht. Ihr klickt jetzt einfach doppelt drauf, bestätigt alles. Und dann auch das Windows Phone 8.1 SDK, indem ihr einfach hier drauf drückt. Und dann geht das ziemlich schnell. Was ihr noch braucht, sind diese drei Dateien. Und die Custom WP System braucht ihr also nur, wenn ihr ein Windows Phone 8 Smartphone habt, das das Update gar nicht bekommt und auch die Insider-Builds nicht installieren kann offiziell, beispielsweise das Blue Win HD. Und ja, was ihr als erstes machen müsst, ist am Smartphone. Ihr entsperrt das Gerät, geht einfach in die Einstellungen, dann zu Update und Sicherheit und dann für Entwickler. Und hier könnt ihr dann den Entwicklermodus aktivieren. Bei einem Windows Phone 8 Gerät müsst ihr das am PC machen. Und zwar die Developer Registration. Da könnt ihr hier auf dem Windows Phone 8.1 SDK gehen und dann hier die Windows Phone Developer Registration App starten. Das Smartphone muss dann mittels USB angehängt sein. Darf nicht auf dem Lockscreen sein, das heißt, es muss entsperrt sein. Und ihr gebt dann einfach das Passwort zu eurem Entwicklerkonto ein. Wenn ihr keins habt, könnt ihr euch unter appstudio.windowsphone.com eins kostenlos anlegen. Okay, dann schließt ihr das Smartphone einfach via USB an den PC an. Und dann geht ihr auf das Windows Phone 8 SDK und startet die Application Deployment App. Und hier werden wir als erstes die erste App draufladen, und zwar das ist die VC Reg 1.5. Das ist ein Registry Editor und ja, auf dem Smartphone müsst ihr auf jeden Fall irgendwo auf dem Homescreen sein oder zumindest nicht und zumindest nicht auf dem Lockscreen. Das Smartphone darf also nicht gesperrt sein. So, dann drückt ihr hier auf Deploy. Dann wird die App bereitgestellt. Das kann ein bisschen dauern. So, wenn das dann fertig ist, geht ihr auf das Smartphone und habt dann hier oben gleich die App installiert. Dann startet ihr die und habt einen Registry Editor. Keine Angst, ihr müsst da nichts machen. Ihr geht hier einfach auf Templates, der Entwickler hat das ja zum Glück implementiert. Und dann geht ihr hier auf Live Interop Capability Unlock, geht ihr auf Apply, das sollte dann funktionieren. Und dann auf den Restore NDTK Service. Ihr müsst hier den vorletzten verwenden, denn der letzte ist nur für Lumia 950 und 950 XL. Auch hier geht ihr auf Apply und dann haben wir das schon. So, was wir nun starten müssen, ist unter Programme, dann auch hier in dem Ordner Windows Phone 8 SDK. Und dann habt ihr auch hier das Windows Phone Application Deployment Tool. Hier geht ihr dann auf Durchsuchen und ladet die Custom PFD 6.0 auf euer Smartphone. Hier auch wieder auf Bereitstellen. So, jetzt haben wir bei uns die Custom PFD App installiert und sollte das bei euch fehlgeschlagen sein, dann bedeutet das, dass ihr den Interop Unlock nicht erfolgreich gemacht habt. Dann müsst ihr die VC Reg App nochmal starten und einfach ein paar Mal auf den Apply-Button drücken bei beiden Optionen und am Ende sollte das dann klappen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die zweite App installiert und zwar diese Custom PFD Registry Editor und Tweaks. Die starten wir. Und auch hier bekommen wir dann einen schönen Registry Editor, ein bisschen übersichtlicher. Und hier gehen wir dann in
HKLM, System, Platform, Device Target Info und hier ist es dann nicht mehr rot oder orange, sondern blau. Das heißt, ihr könnt hier einige Optionen bearbeiten und da ich auch diese nicht auswendig weiß, könnt ihr hier einfach auf windowsarea.de schauen und bekommt hier auch dann die Registry Keys, die ihr ändern müsst. Auf jeden Fall müssen wir bei Phone Manufacturer, das haben wir hier, statt Nokia Microsoft MDG reinschreiben. Okay, ein paar Mal. Dann bei Phone Manufacturer Model Name, das ist hier, schreiben wir statt dem RM-Code von der, also vom Lumia 1320 hier, schreiben wir den vom Lumia 950 Single SIM, beziehungsweise Lumia 950 XL oder vom Lumia 950 XL Dual SIM. Das hängt davon ab, ob ihr ein Single SIM Gerät habt oder ein Dual SIM Gerät. In unserem Fall ist es ein Single SIM Gerät, deswegen werden wir auch das vom Lumia 950 Single SIM verwenden. So, den Code gebt ihr dann so ein. Und auch hier öfter mal auf Write, damit das auch wirklich bestätigt wird. Dann auf Phone Model Name. Das haben wir dann hier. Und auch statt Lumia 1320 gebt ihr hier Lumia 950 XL ein. So, auch das wird dann gespeichert. Beziehungsweise wir haben noch was. Phone Hardware Variant. Die müsste irgendwo. Genau. Und auch hier von RM994 auf 1085, wenn ihr das Single-SIM-Gerät habt. Okay. So, das wäre es dann eigentlich schon. Jetzt müsst ihr einfach zur Windows Insider App navigieren und nach dem Update suchen. Falls ihr die Insider App nicht installiert habt, so wie ich in dem Fall, dann müsst ihr die erstmal aus dem Store runterladen. So, und wenn ihr die Windows Insider App installiert habt, dann startet ihr die einfach, geht auf Vorabversionen und dann auf den Fastring. Und ihr werdet dann tatsächlich ein Update erhalten. Ich in dem Fall nicht, weil ich noch ein Update installieren muss, und zwar die 164er Build. Und danach könnt ihr dann ganz normal auf Updates gehen und müsstet dann auch die neue Build erhalten, also die 14.291, glaube ich. Ich werde jetzt erstmal die 10.586.164 installieren müssen und danach bin ich, wie auch alle anderen Lumia 950 XL Modelle, im Fastring und kann die neuen Redstone Builds testen. So, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!